Ja, und aus Kairo ist mir nun zugeschaltet unser Korrespondent Thomas Aders. Herr Aders, zu dem Doppelanschlag, wir haben es eben in dem Beitrag gehört, hat sich der IS nun bekannt in diesem Bekennerschreiben. Gibt es aktuell da neue, vielleicht auch vertiefende Informationen? Wir haben dieses Bekennerschreiben einmal ausgewertet heute Morgen und übersetzt. Und es scheint uns auf den ersten Blick sehr authentisch zu sein. Denn alle Informationen, die darin gegeben werden, sind identisch mit den Informationen, die von den libanesischen Sicherheitskräften gekommen sind. Unter anderem geht es um das Motorrad, das den ersten Anschlag durchgeführt hat. Eine ziemlich große Explosion. Es war die erste. Rund 7 Minuten später dann die zweite große Explosion, ausgelöst von einem Selbstmordattentäter, der einen Sprenggürtel in die Luft gejagt hat. Von den anderen beiden, die offenbar nicht funktioniert haben, wird natürlich in diesem Bericht, in diesem Bekennerschreiben nichts gesagt. Aber es geht vor allem auch um die Wortwahl, denn es werden die Schiiten als Hauptfeinde sozusagen definiert, als Ungläubige. Das ist ja das Wahnsinnige, dass letztendlich zwei Richtungen des Islam sich so unglaublich bekriegen, schon seit Jahren, dass sie zu Todfeinden geworden sind mittlerweile. Es geht darum, so wörtlich, man wolle nicht Ehre ruhen, bis die Ehre des Propheten gerecht ist. Das steht in diesem Bekennerschreiben. Es ist der erste Anschlag im Libanon seit über einem Jahr. Bereits vom Sommer 2013 bis zum Frühjahr 2014 hat es eine regelrechte Anschlagswelle gegeben und alle waren von radikalen Sunniten durchgeführt und auch dieser. Nach dieser Anschlagswelle, also ein Jahr Ruhe, kann man sagen, jetzt nun dieser Anschlag aus Ihrer Sicht, ja, welches Ziel verfolgt der IS damit? Ich glaube, man kann auch diesen Anschlag nicht verstehen, wenn man nicht den Syrien-Bürgerkrieg als Hintergrund sich vergegenwärtigt. Da gibt es in Syrien eben den sogenannten schiitischen Block. Das ist natürlich auf der einen Seite die Armee von Präsident Bashar al-Assad. Er ist Alawit, also er zählt auch im weitesten Sinne des Wortes zu den Schiiten. Dann kommen die Iraner dazu, dann kommt eben das, um was es nämlich heute nämlich genau geht, die libanesische Hisbollah, die Partei Gottes. Und auf der anderen Seite, wenn man mal die Kurden und die Rebellen ausklammert, dann gibt es auch dort einen sunnitischen Block, nämlich die gesamten Terrormilizen, beispielsweise von der Al-Nusra-Front, von der Siegesfront, die Al-Qaida nahesteht, und dann eben der sogenannte Islamische Staat. Man will einfach in jedem Fall den Hauptfeind treffen. Das ist unsere Analyse auch dieses Anschlags. Die Sunniten wollen ihre schiitischen Hauptfeinde treffen. Die schiitische Hisbollah aus dem Libanon. Die waren nämlich mehrfach schon bereits dafür zuständig, dass sie die Armee von Assad, der ganz schön in der Klemme war hier und da in den vergangenen Jahren, immer wieder herausgeholt hat. Beispielsweise ging es um die Rückeroberung der strategisch enorm wichtigen Stadt Al-Qusair in der Nähe von Homs. Das konnte alles nur gelingen, indem die Hisbollah der irakischen Armee zu Hilfe gekommen ist. Es geht eben auch insofern eindeutig um diesen Hintergrund, weil alle diese Anschläge, von denen ich gerade berichtet habe, sowohl in der Anschlagswelle als auch der aktuelle Anschlag, sie haben stattgefunden in der schiitischen Hochburg vom Libanon im Süden von Beirut. Als Kenner der Region auch, wie groß ist da aus Ihrer Sicht dann im Moment aktuell die Gefahr auch einer Eskalation? Nun, im Augenblick glaube ich, dass der IS sich nach wie vor auf sein eigenes Kalifat beschränkt und konzentriert. Das heißt, er kämpft vor allem nach wie vor in Syrien und im Irak gegen die verschiedenen Feinde der jeweiligen Regierungen, der Armeen, gegen die Kurden und muss sich auch zur Wehr setzen gegen die Luftangriffe von Seiten der USA oder beispielsweise jetzt auch neuerdings von Russland. Aber mittelfristig in der Tat muss man natürlich davon ausgehen, dass die Strategie des IS ganz klar ist, auf eine Ausweitung der Krise, auf eine Ausweitung des Terrors, nicht nur in der gesamten Region, sondern letztendlich weltweit, weil es ist natürlich eine Weltstrategie, die dahinter steckt. Letztendlich kann es nach der Ideologie dieser radikalen Sunniten eigentlich nur noch ein Kalifat in der ganzen Welt geben. Da sind zum Beispiel direkt in den Nachbarländern angefangen, um Syrien herum, die Türkei, da gibt es IS-Ableger, wie wir schon bei mehreren Anschlägen gesehen haben, im Irak, im Libanon, wie wir heute auch wieder bei dem Anschlag gesehen haben und so weiter. Und in Jordanien. Das Gleiche gilt für den Norden von Afrika, beispielsweise in Ägypten. Sie haben den Abschuss der russischen Chartermaschine noch in Erinnerung.
Eine weitere Miliz gibt es in Libyen. Dort waren wir auch Anfang dieses Jahres noch und haben gesehen, wie dort immer größere Teile dieses Bürgerkriegslandes unter die Kontrolle der radikalen Islamisten gebracht werden und eben halt auch in Tunesien. Und das ist noch nicht alles. Selbst in Boko Haram, das ist in Schwarzafrika, in Nigeria, dort gibt es schon die ersten IS-Milizen, weil sie sich denen angeschlossen haben. Also letztendlich muss man davon ausgehen, dass auf Dauer, jedenfalls nach der Ideologie der radikalen Sunniten, die Weltrevolution sozusagen ansteht.